Gleich muss er in die Schule. See you later. Bei Hollywood-Produzenten hat Chuck Norris einen äußerst guten Namen, denn alle seine Filme waren nebenbei auch noch große Kassenknüller. Chuck Norris legt Wert darauf, dass er in seinen Filmen niemals der Angreifer ist. Immer sind es die anderen, die Bösewichter, die den Zorn des Meisters provozieren. Aber wenn er erst loslegt, dann kennt er keine Gnade. Der Partner in dieser Wüstenschlägerei heißt David Carradine. Privat präsentieren sich die Norris als eine äußerst glückliche Familie. Sie war 17, er war 18, als sie geheiratet haben. Meine Frau hat immer einen starken Einfluss auf mich gehabt, sagt Chuck Norris. Denn für mich war nichts einfach, gar nichts selbstverständlich. Things don't come easy for me. People see my success. Die Leute, die heute nur von meinem Erfolg reden, haben keine Ahnung, wie schwer es für mich war. Zum Beispiel als Schauspieler hatte ich nicht die geringsten Erfahrungen, also musste ich Unterricht nehmen. Auch das war hartes Training und ich lerne immer noch, bis zum heutigen Tag. You still take lessons? Aber das hier kann er natürlich am besten. Auf der ständigen Suche nach neuen Kinohelden hat das junge Publikum in den USA auch ihn entdeckt. Chuck Norris, der Mann, der immer gewinnt. Lange Schlangen, aber nicht nur bei den Geisterjägern und bei Chuck Norris. Die Disney-Studios überraschten uns mit einem frivolen Abenteuer, Splash genannt. Viele Leute waren erstaunt. Schließlich kam der neue Film aus einem Studio, das uns früher mit Filmen wie Fantasia bezaubert hatte. Der große Leopold Stokowski stand am Dirigentenpult. Ausschnitt aus Fantasia. Im Vorzimmer des derzeitigen Chefs der Disney-Filmabteilung hängt so etwas wie die Ahnengalerie. Mickey Mouse, Schneewittchen, Bambi und was es da sonst noch alles gibt. Gespräch mit Richard Berger, dem Präsidenten der Filmdivision von Walt Disney. Is it Hollywood or is it the taste of the public or what is behind all this? Well, I think that the public's taste is what dictates Hollywood. Ich will Ihnen sagen, erklärt Mr. Berger, was sich in Hollywood geändert hat. Es ist der Geschmack des Publikums, dem wir zu folgen haben. Ich werde ganz offen mit Ihnen sein. Disney hat in den vergangenen drei Jahren eine Menge Geld verloren mit seinen Spielfilmen. Motion picture business, not the animation, but in the feature film business. Not with Snow White. Nicht mit Schneewittchen, aber mit solchen Filmen, in denen Schauspieler mitwirkten und die für die ganze Familie bestimmt sein sollten. A problem in this other area, and I think what had happened is that the company had basically been
Es stellte sich heraus, dass wir den Anschluss verpasst hatten. Disney war immer eine eigene Welt. Mit dem restlichen Hollywood hatten wir wenig zu tun. Wir sind nicht früh genug dahinter gekommen, dass die Familien zu Hause blieben und dass es die zwischen 12 und 25-Jährigen sind, die zurzeit den Markt bestimmen. Aber auch diese Überlegung darf uns nicht bei allen Entscheidungen beeinflussen. Ein großer Hit wie E.T. zum Beispiel begeisterte die Kinder ebenso wie die Großeltern. Everyone wants to see the E.T.s of this world. Everyone, from little children to grandparents, to everyone wanted to see. And I think Tootsie is the same way. And all your broad-based successes. Auch Tootsie war ein solches Beispiel. Mit anderen Worten, wenn es funktioniert, wenn man sie alle erfassen kann, ist die Freude umso größer. Kein Zweifel. Auch mit Splash war das gelungen. Daryl Hannah in der Rolle der Meerjungfrau. Nur bei der Berührung mit Wasser verwandeln sich die Beine in Schwimmflossen. Das ist ihr großes Geheimnis, das niemand erfahren soll. Vor allem natürlich nicht ihr Boyfriend, den Tom Hanks spielt. Aber in dieser Szene wurde er stutzig. Komische Geräusche hinter der verschlossenen Tür. Yeah, of course, Alan. What are you doing, sweetheart? Taking a bath. Nun wird es kritisch. Er will reinkommen. Can I come in? No. Nein, nein, natürlich nicht. What was that? Madison, are you all right? Trotzdem, Madison, die Meerjungfrau, war schneller. Und mit Hilfe eines Föhns ließ sich das große Geheimnis noch für eine Weile vertuschen. Break it down. No, Alan, please. All right, that's it. Schade um die eingetretene Badezimmertür. Hier ist doch alles in Ordnung. Kein schöneres Gefühl, als einen Riesenerfolg zu haben, meint Mr. Berger. Splash ist sein Erfolg. Er hat sogar die internen Kritiker überzeugen können, die vor der Produktion 1000 Bedenken hatten. Ein halbnacktes Mädchen. Und das bei Disney. Was ist aus uns geworden? Aber dann kam eine neue Überraschung aus dem Büro von Richard Berger. Country, ein Bauerndrama aus Iowa mit Jessica Lange, die diesen Film auch als Produzentin betreut hat. Ihr Partner, der auch als Bühnendramatiker bekannte Sam Shepard. Verschuldete Farmer im hoffnungslosen Kampf gegen eine erbarmungslose Bürokratie. Wer nicht zahlen kann, läuft Gefahr, alles zu verlieren. Jessica Lange. I mean, for the last 150 years. Über die wichtige Rolle, die die amerikanischen Farmer in den letzten 150 Jahren in unserem Leben gespielt haben, muss man eigentlich nicht viel sagen. Sie, die Farmer, repräsentieren so ziemlich alles, was man in der weiten Landschaft von Iowa unter Amerika versteht. Patriotismus, Ehrfurcht vor Gott und Vaterland. Und ausgerechnet diese Menschen haben um ihre Existenz zu kämpfen. Immer noch. Das ist die Story unseres Films. As the storyline hits its worst part, really, when the family really like feels the brunt of. Zu allem Unglück im Alltag trägt auch noch das Wetter bei, das in dieser Gegend im Winter keine Gnade kennt. Dramatischer Höhepunkt, Dialog mit dem Beamten, der die Farm versteigern soll. Wenn Sie uns von hier vertreiben wollen, von Haus und Hof, dann, guter Mann, brauchen Sie mehr als ein Stück Papier. But when you come out to pull us off this land, you better come with more than a piece of paper, 'cause we're safe. Jessica Lange in Country. Ein Touchstone-Film der Disney-Organisation. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten. Ja, ein Wiedersehen mit Hildegard Knef in Hollywood im Jahre 1984. Und die Sendung, Hilde, die wir drehen hier, heißt Hollywood 84. Und es ist natürlich kein Zufall, dass wir zu dir kommen, denn du kennst Hollywood nicht erst seit 1984. Du warst hier in den 50er Jahren. Ja. Erzähl doch mal ein bisschen, wie das damals war. Als ich hier ankam, um mit einem Selznick-Vertrag
bekam ich zwar Geld, aber ich, und die machten auch viele Probeaufnahmen, sah immer alles sehr geschäftig aus. Bis heute bin ich bin jetzt der Überzeugung, war nie Film in der Kamera. Und zwar haben die damals die jungen Stars aus Europa, die bereits gleich nach dem Krieg einen großen Namen sich gemacht hatten, und ich hatte das Glück, den ersten Nachkriegsfilm Die Mörder sind unter uns zu machen. Ja. Den hatte er also gesehen und er hatte auch Filme ohne Titel gesehen und inzwischen gestern war meine ersten Nachkriegsfilme. Und er hat, so wie viele andere, die jungen Stars aus Europa abgezogen, gelockt mit Hollywood. Ja, und wir waren natürlich so blöde, weil wir also durch den Krieg gegangen waren und eigentlich nichts wussten, was sonst in der Welt passiert war. Hollywood war ein Zauberwort. Na, nicht? Ja. Prima, dann fahren wir doch mal hin. Barlock schrie und sagte, du bist verrückt. Barlock war damals Intendant am Schiller-Theater und Schlossparktheater, wo ich auch spielte und sehr viel spielte und auch sehr viel gelernt habe durch diesen genialen Mann. Ja. Und alle warnten mich. Nicht nach Hollywood zu gehen. So ist es. Ich hätte gerne gesagt, du warst eigentlich an beiden Küsten zu Hause. An der Ostküste in New York, warst du Theater gespielt, in einem Musical. Hat man bis heute nicht vergessen, Silk Stockings. Erzähl doch ein bisschen, das war die Ninotchka-Rolle. Ja, das war die Ninotchka-Rolle. Es war einst ein Theaterstück, dann machte die Greta Garbo diesen berühmten Film, Ninotchka mit Lubitsch als Regisseur. Und dann bekam ich das Angebot von George Kaufmann und Cole Porter, dem herrlichen Songwriter und den Produzenten, diese Ninotchka in einem Musical Broadway zu spielen. Das hast du 2 Jahre lang getan. Und ja, aber erstmal habe ich an Cole Porter gesagt, ich glaube, Sie haben die falsche Dame angerufen, ich kann nicht singen. Und daraufhin hat er gesagt, ich habe Sie aber in einem Film gesehen, da singen Sie. Stimmt auch mit Gregory Peck. Und Sie können. Without love, what is a woman? Es war ein Riesenerfolg. Es war über 2 Jahre, jede Woche 8 Vorstellungen. Und jede Show lief 3,5 Stunden. Ja. Und das war, also hinterher fühlte ich mich also wie ein luftloser Autoreifen oder wie ein Handtuch, das man ausgehoben hat. Nun ja, ich ging zurück nach Europa, hab dann, also ich will dir jetzt nicht meine ganze Lebensgeschichte erzählen, das ist ja nun wirklich zu müßig, außerdem habe ich es auch geschrieben. Ja, aber ich wollte fragen, ja, natürlich hast du darüber geschrieben, du hast 6 Bücher geschrieben. War das ein Fehler? Würdest du heute sagen, es war ein Fehler, aus Hollywood wegzugehen? Schau mal, es war ein Fehler insofern, hier standen mir also alle Türen offen und nun hätte ich also meinen Vertrag diktieren können und ich meine, hätte vielleicht auch mal auf Layoff sein können, aber mein Leben wäre wahrscheinlich sehr viel ruhiger verlaufen. Ja, aber das war, ist nicht meine Natur. Na, du bist, ich bin ein Zigeuner, ich bin ein Abenteurer, ich suche immer neue Ufer und zwar nicht die Ufer eines Menschen, der vor sich selber wegrennt. Ich bin mir dessen bewusst, wo immer ich lande, treffe ich mich wieder. Naja, aber das ist vorbei, das ist Wasser über den Damm, wie man so schön sagt. Du bist nach Europa gegangen. Ja, und dann hast du Gedichte geschrieben, du hast Lieder geschrieben und du bist aufgetreten in einer One-Woman-Show und das weiß man alles. Und dann bist du eines Tages wieder nach Hollywood gekommen, Hilde. Und ich wollte dich fragen, bist du darüber glücklich? Oder war das eine Entscheidung, die dir schwer gefallen ist? Aus Deutschland wegzugehen? Pass auf, es war nicht so leicht, diese Entscheidung zu treffen. Aber es wurde leicht, dadurch, dass ich eine Verantwortung und eine große Liebe habe und die gehört meiner Tochter. Christina. So ist es. Und sie hat so sehr unter den Überschriften mancher Boulevardblätter gelitten, die derart diffamierend waren, die, von denen sie auch wusste, dass da nie ein Interview stattgefunden hatte. Die waren also so aus der Luft gegriffen, einfach weil sich negative Meldungen besser verkaufen. Ja, aber Hilde, hier gibt es ein schönes Sprichwort in Amerika. Nichts ist älter als die Zeitung von gestern. Du, vor allen Dingen, darfst etwas nicht vergessen. Man glaubt tatsächlich, ich habe Sachen gesagt wie, ich hasse alle Deutschen. Ich meine, das ist mit Schwachsinn. Ich habe diesen Satz, ich alt, nie gesagt. Und ich bin oft gefragt worden, warum wehren Sie sich nicht? Ich habe gesagt, weil eine
also eine sogenannte Wiedergutmachung schriftlicher, gedruckter Art bestünde unter Wellensittich an Flogen und Fahrer zu verkaufen. Mhm. Wenn Christina der Hauptgrund war, ich glaube, dann war, war die Entscheidung ganz richtig, denn Christina ist hier sehr glücklich, sie geht in eine sehr exklusive Schule. Sie arbeitet in einem Maße und mit einer Freude. Mhm. Und sie spricht heute so Englisch, dass sie mich korrigiert. Intermezzo am Swimmingpool. Auch Hildes Ehemann, Paul Schell, war dabei. Und natürlich Christina. Immer wieder Christina. Die große bunte Postkarte für alle Fans der Hildegard Knef. Das Gespräch über Hollywood geht weiter. Heute ist es im Grunde eine, hauptsächlich eine Fernsehstadt. Mhm. Es ist relativ wenig, weniger eine Filmstadt. Natürlich werden hier die Verträge ausgehandelt. Ja. Hier sind die großen Agenten und so weiter. Ja. Und dann ist natürlich was sehr Schönes, du hast keinen Winter, das ist, lebt sich natürlich alles viel leichter. Es lebt sich angenehm, es ist unprätentiös. Zum Beispiel auch diese Zeiten sind vorbei, wo diese unglaublich prätentiösen Autos gefahren werden mussten und wo jeder also Willen hatte, dass man also irre wurde. Das ist alles längst vorbei, das machen nur noch Anfänger. Aber nun kann doch sein, dass irgendwann in Deutschland jetzt, wo die Aufgaben auch im Fernsehen immer größer werden, die Anstalten des öffentlichen Rechts werden Konkurrenz bekommen wahrscheinlich im nächsten Jahr. Wir haben Kabelfernsehen, vielleicht nicht mit 28 Kanälen, aber es könnte doch sein, dass jemand ein schönes Drehbuch schreibt, eine schöne Rolle für Hilde Knef, und die schicken es dir und sagen, Frau Knef, wenn es Ihnen Spaß macht, kommen Sie zurück. Oder wenigstens besuchsweise zurück. Was würdest du da tun? Wenn ein gutes Buch kommt, um zu deiner Frage zurückzukommen. Mit Kusshand, ja. Okay, vielen Dank, Hilde. War schön, dich so fröhlich in Hollywood wiederzusehen. Danke. Und jetzt sind wir beim A-Team zu Gast. Mehr als 30 Gewaltakte in einer Stunde haben besorgte Gemüter errechnet. Aber was immer die Kritiker auch sagen, das A-Team als Fernsehsendung ist ein großer Hit. Impossible for anyone except the A-Team. They're lean. You want tough? They're mean. You got tough. They're a fighting machine. And now George Papard and Mr. T star in the A-Team. Heute drehen sie mit großem Aufwand und vielen Komparsen am Strand von Malibu. Aber zunächst einmal wird Mittagspause gemacht und da sind alle eingeladen. George Peppard ist der Star. Im Kino vor Jahren sah man ihn mit Audrey Hepburn im Frühstück bei Tiffany's. Brutale Gewalt? Was wir hier produzieren, ist doch reine Fantasie, sollte also nicht so ernst genommen werden. Dennoch, die Kritiker zählen weiter. 30 oder mehr Gewaltakte in einer einzigen Stunde. Was kann man dazu sagen, Mr. Peppard? Can you tell us a little bit about the A-Team, what it really means? I mean, it's... Well, the first thing I want to say to your audience is that if they see the A-Team, I hope they like it. Also zunächst einmal, ich hoffe, dass das A-Team irgendwann auch Ihren Zuschauern gefallen wird. Es ist die abenteuerliche Geschichte von vier ehemaligen Soldaten, die in Vietnam gedient haben. Denn die hatten da solche Teams. Diesen Burschen sitzt Vietnam immer noch in den Knochen. Und wieder zu Hause in Los Angeles verdingen sie sich als Söldner, die sich vorgenommen haben, Menschen, die in Bedrängnis geraten sind, zu helfen. Manchmal nehmen sie auch Geld dafür. Soldiers of fortune, but only for a good cause. Ja, sagt George Peppard, man kann sagen, sie sind Soldiers of fortune, also Söldner. Wir scheinen einen ganz ruhigen Tag erwischt zu haben, meine ich. Hier am Strand wird nicht viel passieren. Stimmt, sagt George Peppard, wenn's knallt und kracht, drehen wir 50 Kilometer weiter nördlich in den Bergen. Und was man auch noch wissen muss, das A-Team ist vor der regulären amerikanischen Armee aus bestimmten Gründen ständig auf der Flucht. Ja, we're about to get a chance to play for Colonel Lynch. Und das erklärt die ständigen Verfolgungsjachten. Where are you going? Waldorf!
Aber bei allem Klamauk, der rücksichtslose Anblick von Toten oder Blutenden bleibt den Zuschauern erspart. Brutale Gewalt, die man als Spaß verstehen soll. Gibt es das? Fragen Sie das A-Team. Ja, George Peppard kann gut lachen. Merke, in den USA bestimmt der Geschmack des Publikums den Inhalt der meisten Fernsehsendungen. Auch in Holland, so hört man, sind die Zuschauer vom A-Team begeistert. Also, wenn das so weitergeht... Das ist Henry Mancini, Hollywoods erfolgreichster Filmkomponist. Bei ihm gibt's keine überflüssigen Noten. Er schreibt nur auf Bestellung, für ganz bestimmte Fernsehsendungen oder für den Kinofilm. Alle Musikpreise dieser Welt. Er hat sie erhalten. Grammy Awards, goldene Schallplatten, vier Hollywood Oscars. Viel reden will ich nicht, meinte er. Ein Komponist sollte durch seine Noten sprechen. Uns kann das nur recht sein. Seit langem ein Evergreen. Und auch sonst sehr grün. Womit Mancini die grünen Dollarscheine meint, die haufenweise damit verbunden waren. Moon River war die Lieblingsmelodie von John F. Kennedy. Und als der Präsident 1963 in Berlin war, erlebte Mancini seine größte Freude. Ich saß zu Hause am Fernsehen, erinnert sich Mancini. Und beim Vorbeimarsch der Paradetruppen spielte die Berliner Kapelle plötzlich meinen Moon River. Ich muss Ihnen sagen, das war ein toller Moment in meinem Leben. Moon River war die Hauptmelodie aus dem Film Breakfast at Tiffany's. Bei ihnen ging es natürlich weiter, vor allem im Fernsehen, eine Erkennungsmelodie nach der anderen. Das war Mr. Lucky. Und danach Peter Gunn. Und in Zusammenarbeit mit Johnny Mercer entstand ein anderes Evergreen, The Days of Wine and Roses. Seit 25 Jahren spricht man in Hollywood vom sogenannten Mancini-Touch. Aber inzwischen gibt es andere Strömungen. Die Filmindustrie buhlt zurzeit in erster Linie um die Gunst der ganz Jungen, der zwischen 12 und 25-Jährigen. Das ist alles sehr viel lauter und hektischer geworden. Sind Sie bereit, da Konzessionen zu machen? Nein, sagt Henry Mancini, wenn die laut und hektisch sein wollen, dann rufen die erst gar nicht bei mir an. Sie machen also weiter. Nach den ersten 25 Jahren kommen hoffentlich noch viele weitere Jahre hinzu. Und das, glaube ich, darf man auch noch sagen. Was immer hier in Hollywood an neuer Musik entsteht, auf ihren persönlichen Touch, eben auf den Mancini-Touch, wird man nicht verzichten können. Wie wird man ein Hollywood-Star? Heutzutage muss man zunächst als Fotomodell Erfolg gehabt haben, erzählt mir Susie Bono im Restaurant ihres Mannes Sonny Bono an der Melrose Avenue. Sie hat in mehreren Fernsehserien mitgemacht. Aber Susie macht sich nichts vor. Hier triumphieren im Allgemeinen immer noch die blauäugig Blonden, verstehen Sie? Welche Rollen hat Hollywood für Mädchen, die so aussehen wie Susie? There's one role you would very much like to play, and I think it's an adventure in itself. I'm talking about Fulan Davis. Bevor die Produzenten wieder einmal sagen können, vorerst leider keine, hat sie die Initiative ergriffen über das Leben der indischen Bandenführerin Fulan Devi. Die Zeitungen in aller Welt haben darüber berichtet, müsste sich ein hervorragender Film machen lassen, meint Susie. Natürlich will sie die Rolle der Bandenführerin spielen, die aus Rache alle möglichen Straftaten verübt hat. Räubereien, Kidnappings und Morde. Eine tolle Geschichte, Susie. Wie wollen Sie das nun realisieren? So finally I just said,
I'm just going to go create my own role. I can't be sitting around waiting for somebody to give me a job. Da haben Sie es noch einmal gehört. Ich muss mir selbst eine Rolle suchen. So ist sie kurz entschlossen nach Indien geflogen, ohne zu wissen, ob die Behörden einen Besuch bei der Bandenführerin im Gefängnis gestatten würden. Die Schwierigkeiten waren unvorstellbar, aber sie hat's geschafft. Und dann hat Susie einen Monat lang nicht nur die Pulan Devi, sondern auch die Mitglieder ihrer Bande interviewen können. Was das für eine Frau ist, ich fand sie wundervoll. Stark als Persönlichkeit und in privaten Augenblicken hilflos wie ein kleines Kind. Alles, was sie getan hat, geschah aus Rache. Ihren Liebhaber hatten sie getötet und sie selbst hatte man entführt. Wenn wir den Film in etwa 2 Jahren sehen, wissen wir, dass sich Susie Bono durchgesetzt hat. Unsere guten Wünsche hat sie. Wie wird man ein Hollywood-Star? Auch für junge Männer stellt sich diese Frage. Die hoffnungsvolle Karriere dieses jungen Schauspielers hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Das ist das letzte Fernsehinterview, das mit John Eric Hexum gefilmt worden ist. Er kam mit diesem alten Auto, das er bei jeder Gelegenheit liebevoll pflegte, guten Mutes nach Hollywood. Und siehe da, er landete sozusagen umgehend in einer Fernsehserie, die ihn über Nacht überall bekannt machte. Hatte Hollywood ein neues männliches Sexsymbol gefunden? Die kurze, steile Karriere schien das zu bestätigen. Dies ist eine etwas komplizierte Angelegenheit. Hier mussten auch die Zuschauer einige Fantasie mitbringen. In der Serie Voyagers, also Reisende, vermischen sich Gegenwart und Vergangenheit ganz willkürlich. Das Liebesidyll aus vergangenen Pioniertagen wird durch seinen jungen Partner aus der Gegenwart jäh unterbrochen. Bog, this is real important. Da ist etwas Wichtiges, was ich dir sagen muss. Don't move. I'll be right back. When you get older, you're gonna discover what's really important. Was kann schon so wichtig sein? Wenn du erst einmal älter geworden bist, wirst du begreifen, was wirklich wichtig ist im Leben. There's no code like that. John Eric, die Geschichte ihrer Karriere ist keineswegs typisch oder selbstverständlich. Also, wie wird ein Junge, der aus Tenafly in New Jersey stammt, auf dem Umweg über New York ein Hollywood-Star? Near New York, Tenafly, New Jersey, across the river. Yeah. And you were trying very hard in New York City to make it, right? Got out of school in 1980. Ich habe mich 8 Monate lang in New York versucht. Als Taxifahrer, als Kellner und später auch als Fotomodell. Aber nichts schien so recht zu klappen. Hier in Hollywood war das anders. Außer Fernsehen kam noch ein Film über das tägliche Leben eines männlichen Fotomodells hinzu, in dem Joan Collins meine Partnerin war. Die Dinge liefen wirklich gut. Aber John Eric Hexums Geschichte hat kein Happy End. In einer Drehpause der neuen CBS-Serie Cover-Up schoss er sich beim übermütigen Spiel mit einem Revolver, der mit Platzpatronen geladen war, in den Kopf. Eine 5-stündige Gehirnoperation hat ihn nicht retten können. Er starb am 12. Oktober 1984. John Eric Hexum ist 27 Jahre alt geworden. Stars von heute, Stars von damals. Sie lebten hoch in den Bergen über Hollywood, der Wirklichkeit entfremdet, nach den strengen Regeln der mächtigen Studiobosse, abgeschieden und unsichtbar sollten sie sein, und nur im Kino waren sie zu bewundern. Der Schriftsteller Bob Crane lebt in diesem Haus, das immer noch typisch ist, in dieser interessanten Mischung aus europäischer Romantik und Luxus à la Hollywood. In seinem Buch über Hollywood hat Bob Crane geschildert, wie stürmisch hier die Entwicklung gewesen ist. Im Laufe weniger Jahrzehnte war aus einem staubigen Flecken in der kalifornischen Wüste eine Traumoase geworden. Warum Hollywood ausgerechnet hier entstanden ist? Vielleicht, weil die Postkutschen ihre Pferde wechselten oder weil ein paar weitsichtige Filmpioniere vom ewigen Sonnenlicht begeistert waren. Das ist der alte Sunset Boulevard aus den frühen Tagen unseres Jahrhunderts. Und dann kam der große Sprung in die 20er Jahre. Film als Kunst. Emil Jannings,
erhielt 1927 den ersten Oscar überhaupt für den Film Der Weg allen Fleisches. Da gibt es Dinge, die bestimmt nicht wiederkommen, meinte Bob Crane. Steuerfreie Jahreseinkommen in Höhe von 2 Millionen Dollar, die damals nicht selten gewesen sein sollen, erklären den üppigen Aufwand, den Rudolf Valentino, Harold Lloyd oder Mary Pickford treiben konnten. Das war das Zeitalter der Maßlosigkeit, der Verschwendung. Großer Katzenjammer aber traf sie alle, die mit piepsigen Stimmen keinen Anschluss an den Tonfilm finden konnten. Eine Nacht, die die Filmgeschichte nicht vergessen wird. Al Jolson als Jazzsänger, da blieb kein Auge trocken. I'm coming, I hope in Russia, I'm not late. Mammy, Mammy, I'd walk a million miles for one of your smiles, for my mammy. Das Zeitalter des Tonfilms war angebrochen. Und auch diese wenigen Sekunden sind Filmgeschichte. Greta Garbo in Berlin, 1925. Die freudlose Gasse hieß das Kinostück. Und Valeska Gerd war auch dabei. Und irgendwo im Nachspann noch ein anderer Name. Marlene Dietrich als Komparsin. Die göttliche Garbo. Sie gab's nur einmal. Die idealisierte Traumfabrik für Film- und Fernsehfans in aller Welt hat wenig mit dem nüchternen Alltag zu tun, der ohne alle Romantik über Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Ein paar Ansichten sollen hier noch einmal zu Wort kommen, aber keiner der Befragten bildet sich ein, damit eine endgültige Meinung über Hollywood verkündet zu haben. Mr. Roach, Sie kennen Hollywood seit 1912. Sind Sie immer noch begeistert, wenn man Sie nach Ihrer Meinung über Hollywood fragt? Today is against those days. Also, wenn ich ehrlich sein soll, es gefällt mir ganz und gar nicht, dass heute so viele Bankiers und Rechtsanwälte mitreden. Die alten Produzenten von damals, wie Cecil B. DeMille, wollten anspruchsvolle Filme machen. Heute ist es nur noch ein Dollargeschäft. Auch die Schauspieler scheinen sich in erster Linie nur für die Gagen zu interessieren. Vom Ehrgeiz, die Rolle möglichst gut zu spielen, ist oft nur wenig zu spüren. Ginger Rogers sagt, zu viel Sex. Zu viel Gewalt, zu viel Blutvergießen. Unsere Filme damals waren sauber, komisch und amüsant. Die Dekorationen waren fantasievoll und die Kleider waren elegant und wir hatten viele hübsche Mädchen. Michael Landon. For the people out there, I think a lot of people fall into a trap of thinking Hollywood darf sich nicht durch Kritiker beeinflussen lassen, die in den großen Städten sitzen und alles besser wissen. Ich glaube, dass ich sehr genau weiß, was die Zuschauer sehen wollen. Das erfährt man nicht am Schreibtisch. Da muss man schon mal durchs Land fahren und mit den Leuten reden. Wenn das auch die Kritiker machen würden, kämen sie vermutlich schnell dahinter, was das Publikum wirklich will. Paul Kohner, der respektierte Hollywood-Agent, der die großen Produzenten der Vergangenheit alle persönlich gekannt hat. Ich muss Ihnen sagen, dass ich diese Leute sehr gern gehabt habe. Denn diese Leute, wie zum Beispiel Harry Cohn von der Columbia oder Jack Warner von Warner Brothers, Daryl Zanuck von Fox, Louis B. Mayer von Metro, das waren alles Menschen, die von einer Idee besessen waren. Mhm. Die wollten gerne gute Filme machen. Heute sind die Leute auch von einer Idee besessen. Die wollen aber nicht gute Filme machen, die wollen Deals machen. Also wie sagt man das in Deutsch? Deals oder Geschäfte machen. Geschäfte machen, ja. Viel Geld verdienen. Und bei diesem Grundsatz, Geld muss es bringen, ist es überall geblieben. Auch in den Studios, wo die Videovisionen entstehen, die nun die Schallplatte ergänzen sollen. Das ist die Musik, die Hollywood jetzt und in den nächsten Jahren machen wird.